Guten Morgen und herzlich willkommen an unserem heutigen Industrievortrag Radiologie im Wandel, neue Wege in der Intervention. Ich freue mich schon sehr, heute gemeinsam mit Herrn Professor Pech, Klinikdirektor an der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin in Magdeburg, für unsere heutige Präsentation. Und wir freuen uns riesig, wenn Sie über die FNA auch Fragen stellen, die ich mal Richtung Ende dann den Vortrag heute dann Herr Pech fragen können. Also wir freuen uns wirklich auch an einen offenen Dialog nach seinem Vortrag. Herr Pech, ich gebe an Sie rüber. Vielen, vielen Dank, Frau McKenna-Küttner, für die Einleitung. Ich würde jetzt wahrscheinlich alle begrüßen. Alle Teilnehmer zu diesem Mittagsseminar begrüßen und würde jetzt mit der Bildschirmfreigabe fortfahren wollen. Es ist passend zu dem Oberthema des Kongresses der Transformation ein Vortrag von mir über neue Wege in der Intervention an Sie gerichtet. Und zwar stehen wir zunehmend unter einem Selektionsdruck in der interventionellen Radiologie. Wir stehen kurz vor einer noch nicht ganz fertigen Krankenhausreform, die zwar jetzt ab Januar 24 gesetzliche Absicherung hat, aber noch nicht richtig in Kraft getreten ist. Wahrscheinlich wird das erst zum Januar 25 kommen. Jedenfalls die Erweiterung der Hybrid-DRGs wurde jetzt so beschlossen. Wir stehen kurz davor, von Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement mit Mindestzahlen bei den Interventionen, was zusammen mit dem Qualitätsmanagement in den Krankenhäusern genauso laufen wird, aber wir stehen auch zunehmend unter Druck, um ambulantes Operieren oder tagesstationäre Behandlungen zu machen oder diese zu unterstützen, denn wir haben allgemeinen Personalmangel. Nicht nur in der Radiologie, nicht nur in der Intervention partiell, sondern vor allem bei der Pflege, bei dem Pflegepersonal, so dass die Idee letztendlich fast richtig ist, ambulantes Operieren oder tagesstationäre Behandlung ohne der Übernachtung im Krankenhaus voranzutreiben. Ob die Abrechnung später über Hybrid-DRGs laufen kann oder nicht, wird man sehen, um das Personal über die Nacht freizusetzen. Somit wird es zu weniger stationären Aufnahmen und Bettenbelegung kommen und der Druck in das ambulante System wird steigen. Bei dem Personalmangel kommt dazu noch dann die Versorgungsnetzwerke, insbesondere in Flächenländern sowie in Sachsen-Anhalt. Wir sind auch dafür zuständig, viele andere Häuser mit zu unterstützen oder im Notfällen diese Patienten zu übernehmen. Wir müssen also potenziell immer alle möglichen Interventionen vorhalten. Wir sind dann genauso mit der interdisziplinellen und interprofessionellen Zusammenarbeit beschäftigt und unterliegen allen Zertifizierungen der anderen Zentren, die jetzt auch die interventionelle Radiologie als Voraussetzung ansieht. Die Planung, Dokumentation und korrekte Abrechnung ist eine Sache, mit der wir uns beschäftigen müssen. Die Lösungen in der interventionellen Radiologie ist meiner Meinung nach deswegen der neue Weg, der Wandel zu primären Leistungserbringer. Was heißt denn primäre Leistungserbringer? Das heißt, wir müssen strukturelle Veränderung des Workflows, bauliche Veränderung, wenn es geht, vorantreiben und die entsprechende Geräteausstattung provozieren oder mindestens dann melden, damit diese im Laufe der nächsten Jahre in den Krankenhäusern stattfinden. Denn dieser gesamte Ablauf wird ein bisschen komplex. Ja, eine Modellierung als primärer Leistungserbringer beruht immer auf der Ambulanz, also wo die primären Patienten mit Neuvorstellung von den niedergelassenen Kollegen oder auch für die Verlegungen oder für Interventionen, die vielleicht nur wie Drive-Thru bei McDonald's gemacht werden können, wo die Häuser dann aus Mangel an Personal zur Intervention kommen und dann weiterfahren, gegebenenfalls betreiben eigenen Stationen oder eines Belegmanagements, damit die Patienten in einer Hand bleiben können und die Koordination über Sekretariate, ja, mit Nachsorgen, wenn sie eigene Patienten führen, müssen sie die nachsorgen, das ist auch gut für onkologische Patienten über CCC. Und natürlich dann die Einheiten mit dem Hybrid-DRG und ambulanten Operieren. Zukünftig wird das nämlich so aussehen, dass wir eigentlich eine Interventionseinheit brauchen, die vollständig alle Patienten auffangen kann
und dann eine Radiologie von einem Cost Center in ein Profit Center überführen kann. Das ist dann die Diskussion über die Investitionen, die in Radiologie stattfinden können und die Übungen mit Budget, Bewertungsrelationen, Case Mix, CE und GOE-Katalogen, die kommen dann von alleine und machen halt viel Spaß. So, was wäre denn so eine IR-Einheit als in einer Wunschliste? Ja, also wir brauchen irgendetwas, was nicht so viel Personal bindet. Wir müssen uns von diesen dezentralen Strukturen ein bisschen verabschieden. Wir müssen einen Weg haben, mindestens eine primäre Diagnostik direkt von der Intervention zu wiederholen, ohne dass wir den diagnostischen Pfad stören. Wir müssen halbwegs alle komplexen Interventionen in ihrem Raum vorhalten, damit wir diese Freiheiten haben, alles anzunehmen. Die Überwachungseinheiten für AOP und Hybrid-DRG ist gesetzlich vorgeschrieben. Sie müssen 4 bis 6 Stunden Leute überwachen oder in Hybrid-DRGs elektronisch nachweisen, warum die Patienten noch an ein, zwei postinterventionellen Tagen sie besuchen wollten. Und sie brauchen natürlich postinterventionelle Kontrolle und Entlassungsmanagement, damit dieses auch rechtlich abgesichert wird. In diesem Vortrag wollen wir aber ein bisschen diese Intervention in einem Raum uns mal angucken. Ja? Komplexe Workflows mit schlechter Struktur ist immer ein Problem. Das ist so dieser Klassiker von früheren Zeiten. Wir machen zwar eine CT-Intervention, brauchen aber Sonomonitoren, kleine Sichtefluoroskopie und dann vielleicht die Voraufnahmen. Das sind sicherlich ein bisschen geschichtliche Lösungen. Das kann man schon heutzutage besser machen. Aber nichtsdestotrotz sind das immer irgendwelche gebastelten Zwischenprobleme, die man heutzutage meiner Meinung nach besser gestalten kann, wenn wir sowieso das planen müssen. Die komplexen Sachen von früher mit Patientenzugang, mit zusätzlicher Fluoroskopie, da musste man immer noch C-Bogen reinschieben, zu zweit arbeiten, das ist immer ein bisschen gebastelt und halbwegs semi-steril gewesen, weil es keinen standardisierten Vorgang hat oder Vorgaben hatte. Natürlich gibt es heutzutage, und das ist ja eine Siemens-Session gerade, gibt es eine Lösung der Hybrid-Interventionen. Das ist das System Nexaris, was Sie hier unten eingeblendet sehen, oder dieses mit langen Schienen und getrennten Raum als Zweitauslastung, dass man dieses CT zwischendurch, wenn man es nicht braucht, dann als normale diagnostische Maschine benutzen kann, vorhanden sind. Das ist aber noch nicht perfekt für eine interventionelle Einheit. Sie müssen sich nämlich noch die baulichen Sachen an. Ja, sie brauchen Interventionsräume, wenn es geht, mit gemeinsamen Schalträumen, damit nicht so viel Personal gebunden wird oder gegebenenfalls aushelfen kann, wenn irgendein Raum ein bisschen in Trouble gerät. Sie brauchen Überwachungsflächen für die Patienten und wenn es geht, müssen sie für Outpatient und Inpatient separate Eingänge haben. Das hat was mit wahrscheinlich mit den Infektionen und zukünftigen vielleicht Pandemic Preparedness zu tun. So, wenn Sie sowas einmal sich überlegen sollten, dann können Sie dieses sicherlich am Anfang designen und planen und gucken, wie die Räume am besten miteinander kommunizieren, wo kann man die Geräte hin und her schieben. Aber glauben Sie mir, das dauert schon ein bisschen länger. Ich zeige Ihnen jetzt hier die Lösung aus Magdeburg, wo wir dieses so umgesetzt haben, wie auf diesem Bauplan gesehen, also gemeinsame Schalträume. Oder vielleicht gar keine Schalträume, wenn man es bedenkt, dass dieser Schaltraum gleichzeitig auch zwei Patienten im Notfall überwachen kann. Aber die Techniker können wechseln von A nach B. Natürlich gibt es auch einen richtigen Überwachungsraum mit mehreren Betten und den entsprechenden Schwestern, die auf die Monitore nicht nur gucken, sondern auch diese dann festhalten können in elektronischer Form. Dieses ist dann abrechnungsrelevant, aber auch in der Klinik relevant. Es besteht nie wieder die Frage, wie war der Blutdruck des Patienten, bevor er meine Nadel gesehen hat, sondern die Patienten checken ein in den Überwachungseinheiten, werden am Monitor geschlossen und dann wechseln sie erstmal zusammen mit dem Monitor in die Räume. Die separaten Eingänge hab ich schon kurz mal gesagt. Das ist hier entweder Outpatient oder direkt von dem vorgefahrenen Rettungswagen dort im Hintergrund. Jetzt sehe ich gerade, in dem Foto bin ich auch zu sehen, genau in dem Spiegel. Das habe ich gerade frisch gemacht. Aber man hat direkt die Zugänge dann zu den Maschinen oder aus den Maschinen die Zugänge wiederum zu den Überwachungsräumen. So erreichen Sie eine Kompaktheit und Freiheitsgrade, die Ihnen fast alle Interventionsmöglichkeiten erlauben. Wir haben uns in Magdeburg nochmal, wir brauchen keine primäre Diagnostik als Ausfallkonzept. Wir haben genug Interventionen, sowohl auf der CT-Seite wie auf der
an Geografie-Seite so, dass wir uns entschlossen haben, zwei Interventionseinheiten der Angiografie mit einem CT zu verbinden, so dass auf der einen Seite eine relativ moderne Anlage, ein Pheno, steht, der primär einfach dafür gedacht ist, hier die CT-Untersuchungen zu machen und dann zu entscheiden, ob man dann die Angiografie gleich hinterher macht oder diese zu kombinieren. Und auf der anderen Seite haben wir die klassische andere Nutzungsmöglichkeit, eine CT-Gantry mit dem kürzeren Strecke hier für die CT-Interventionen. Und wenn ich das gerne möchte, dann interveniere ich CT und angiografisch gleichzeitig. Die Gestaltung von diesen Räumen erstmal auf der grafischen Ebene ist total toll. Man vergisst in der grafischen Darstellung, wie viel Zusatzgeräte wir immer in diesen Raum noch reinpacken, seien es, weiß ich nicht, Navigationsgeräte oder Ablationsmikrowellen und noch alle Hilfen, die wir brauchen, inklusive der Kontrastmittelpumpe, so dass man dann plötzlich in einem extrem komplexen Interventionsraum, aber mit extrem viel Spaß und Freiheitsgraden zu arbeiten hat. Und man muss vieles von diesen neu erfinden. Diese Möglichkeiten bieten sich an diesen Geräten insbesondere an, wenn sie das von Grund an designen und das auch so erklären, wie es zu funktionieren hat. Ne? Eine Sliding Gantry für die CT-Intervention hat primär den Vorteil, dass der Tisch nicht bewegt wird, sondern die Sliding Gantry bewegt wird. Aber, so wie hier auf diesem Bild, eigentlich sind die meisten Rechtshänder und man braucht die Steuerung auf der linken Seite. Der Strahlenschutz sollte sich mitbewegen. Und auch wenn Sie ein Large Display zwar installiert haben, aber der bewegt sich leider auch nicht primär mit der Gantry, so dass man alle einzelnen Zusatzlösungen noch wirklich designen kann. Und hier ist so eine Designstudie, dass man mit zwei Monitoren, die passend zu der Gantry sich bewegen. Und dann müssen Sie überlegen, also zuerst machen Sie die CT-Intervention, da steht die Schwester nochmal hinten an dem Large Display, dann schieben Sie den Patienten Richtung Angiografie, müssen dann aber natürlich die Monitore wegklappen, dann können Sie gleichzeitig angiografieren, ja, und wenn Sie dann mit dem Large Display, mit der vielleicht einer Fusionsbildgebung noch arbeiten, dann können Sie an dieser Position arbeiten, dann können Sie alle Positionen testen und wenn Sie wieder in als CT mit dem Patienten fahren, dann müssen Sie das einmal rückwärts designen. Das klingt erstmal gar nicht so komplex, weil man sagt so, ja, so arbeiten wir, aber glauben Sie mir, alle spaßigen Sachen, die Sie da anstellen können, bedürfen einer Lösung und einer Überlegung, was zu welchem Zeitpunkt, an welcher Stelle in diesem Raum da sein muss und wie man die Maschinen anbauen kann oder umbauen kann. Und hier ein großer Dank nochmal an Siemens. Also meine Maschinen wurden dann tatsächlich an unsere Vorgaben angepasst. Also sowohl eine Steuerung direkt auf der fahrenden Gantry, wie auch die Mitführung des Strahlenschutzes und der eigenen Monitore wurde natürlich auch uns ermöglicht. So ist eine Interventionseinheit entstanden, die man One-Stop-Shop nennen kann. Wir können eigentlich alles machen. Es ist egal, ob jetzt eine Lungenembolie kommt und Sie die Diagnostik machen und dann gleich entscheiden, ob Sie thrombektomieren oder nicht. Das ist der klassische alte One-Stop-Shop. Aber Sie können auch sowohl die CTA invasiv fahren oder alle Drainagen nochmal nachgucken, wo der Abfluss ist. Sie können die Instant Fusion benutzen und wir folgen eben dieser, wenn CT oder Angio zuerst gemacht wird, dann wird die Sliding Gantry und Artis Pheno bevorzugt und wenn wir irgendwo mit einer Fusion arbeiten wollen und die CT und Intervention zuerst gemacht wird, dann arbeiten wir auf der Seite der Sliding Gantry und der Z-Link. Ja, und dann kann man natürlich können wir auch tolle Bilder machen und tolle Beispiele zeigen, das ist hier so ein klassischer Fall, wenn jemand eine Niereninsuffizienz hat und wenn Sie jetzt transbrachial einen Katheter in die Aorta reinbringen, dann können Sie eine CTA mit einer hohen Kontrastmittelverdünnung fahren und sollten Sie wegen Herzinsuffizienz oder der EF des Patienten
das Kontrastmittel überholt haben, dann können Sie immer noch mal mit 5 Millilitern eine selektive Angio nachfahren lassen. Und so haben Sie komplette Diagnostik mit beiden Modalitäten bei 20 Millilitern. Aber natürlich geht es auch noch für andere Sachen. So der Klassiker wäre jetzt perkutan ein Endolik zu punktieren, zum Beispiel unter CT. Dann die Angio reinfahren, ja, also wenn der Patient sich auf den Bauch legen könnte, und dann direkt das Endolik mit einem Flüssigembolisat vielleicht zu behandeln oder mit Puls und Embolisat. Aber bei diesem Patienten, der eine extreme Platzangst hatte und das nicht tolerierte auf eine Bauchlage, kann man sich dann überlegen, wo ist denn hier ein guter Zugang, ja? Und wie Sie, wenn Sie sich das angucken, das ist gar nicht so einfach. Also von vornherein könnte man sicherlich irgendwo sich hier durchwurschteln, aber ich liebe den retroperitonealen Raum und natürlich bietet sich hier die Möglichkeit der Fusions-CT. Also nachdem Sie ja das Endolik in dem CT da gerade gesehen haben, haben Sie das fusionierte Bild und punktieren direkt in dieses Endolik. Das ist jetzt transkaval mit einem Tippset, ja. Sie sehen, ich bin ein bisschen abgerutscht, ne? Hier ein bisschen mehr Distanz als da in dem ersten Bild. Das ist dann während der Punktion passiert. Ja, aber es ermöglicht Ihnen dann nicht nur erst zu keulen, sondern dann hinterher nochmal hier mit einem Klebstoff dieses Endolithotal abzudichten. Und das, was wir normalerweise dann nur uns einreden, dass es wirklich fertig ist, können Sie dann natürlich gleich in einer Kavografie nochmal, bevor Sie die Schleuse ziehen und dann passend nochmal in dem nativen CT sich angucken. Und dann ist es wirklich ein One-Stop-Shop. Es geht noch komplexer. Hier Bauchsymptomatik akut, ein Tau, der dann in Dissektion ein bisschen gerade Druck macht. Und wie Sie wissen, sind die Dinger eigentlich in dieser Höhe nur mit spezial angefertigten Prothesen zu behandeln, und ob richtig klinisch war er auch nicht gut, um ihn auf den OP-Tisch zu legen. So war hier die Idee zum Bridging zwischen den Bridging bis zu der Prothesenlieferung. Und dann können Sie natürlich zwar in jeder Angio-Extrem-Embolisation durchführen, aber an dieser Position, wo man nicht weiß, wo die Aorta eigentlich aufhört und diese Verwirbelung immer stattfindet, ist das relativ schwierig. Und wenn Sie sich überlegen, da passen jede Menge von diesen Vascular Plugs rein und zwischendurch brauchen Sie vielleicht eine Kontrolle, wie diese zu liegen bleiben, um sich zu entscheiden, keulen wir oder keulen wir nicht noch dazwischen. Und dann können Sie dieses auch noch tun. Das sind Dimensionen der Interventionen, die früher bei egal welcher Begabung, glaube ich, nur für sehr mutige gedacht waren. Ja? Und hier haben Sie einfach die zusätzliche Sicherheit, die hervorragend ist. Und dann können Sie natürlich dann hinterher nochmal mit Kontrastmittel das Ganze kontrollieren und gucken, hält das bis zu der Prothese? Haben wir das Akute kurz mal jetzt erstmal verschoben? Der Patient hat zum Schluss dann eine normale Prothese bekommen. Deswegen ist es so, dass man sagen kann, denn die neuen Wege der Radiologie sind multidimensional. Es ist nicht nur die Hybridintervention, sondern die Hybridintervention erlaubt Ihnen, einfach als primärer Leistungserbringer aufzutauchen, mit oder ohne eigener Station, aber auf jeden Fall mit einer eigenen Ambulanz, die das regelt. Denn die Zukunft der Intervention der Radiologie wird ambulant. Sogar in der aktuellen CVR-Ausgabe sind schon zwei Publikationen da, wie weit die Akzeptanz auch unter den interventionellen Radiologen ist zu den anderen Zugängen, radial oder brachial, und wie sich dieses wandeln wird. Meiner Meinung nach ist Deutschland dadurch diese Krankenhausreform unter noch höheren Druck geraten, weil einfach viele Sachen nicht bezahlt werden. In unserer Klinik werden die PAVK-Patienten in den früheren Stadien, also sprich 2b, die werden als Fehlbelegung nicht mehr von den Kassen bezahlt, stationär. Die müssen ambulant laufen und ambulant können dieses aktuell jedenfalls nur die interventionellen oder nur die Radiologie abrechnen. Ja?
Die Design einer Interventionsunit ist, glaube ich, der Schlüssel für den Erfolg, für die Zukunft, denn wir werden nicht mehrere Units uns leisten können. Wir müssen noch Personal berechnen, um der ja, Ökonomie bis in Stand halten zu können. Und die hybride Interventionsbildgebung erlaubt wirklich fast alle Interventionsfreiheiten, aber vereinfacht vor allem eine Eingriffsplanung, weil egal, ob Sie jetzt gerade noch ein CT zwischendurch brauchen oder im CT anfangen und dann Angio machen wollen oder andersrum, müssen Sie nicht mehr die Tische wechseln. Sie können viel einfacher die Patienten pro Tag planen und pro Einheit. Das alles bedarf einer besonderen Ausbildung, sowohl von uns, wir müssen alle Maschinen beherrschen, inklusive der Sonografie, die in jeder Einheit noch ist. Die MTRAs müssen das natürlich auch akzeptieren, dass man plötzlich multidimensional arbeitet, aber die Jüngeren finden das total begeistert. Oder nehmen das total begeistert an. Und insgesamt ist das genau der Weg, den ich glaube, den wir gehen sollten. Vielen Dank. Also vielen herzlichen Dank, Herr Pech. Das war tatsächlich sehr spannend. Wir haben noch keine Fragen. Also ich sage nochmal bitte das Q&A nutzen und stellen Sie Herr Pech dann Ihren Fragen. Aber ich würde mal anfangen. Ich meine, von Patientinnen-Sicht und Qualitätssicht, wenn ich das alles sehe, sage: Hey, selbstverständlich, ich würde nirgendwo anders hingehen, als wo so eine Hybrid-Lösung dasteht mit allen Möglichkeiten. Also sicherlich ist es alle, aber nicht für jeder. Was sind dann die Hindernisse? Oder ist es tatsächlich die Zukunft, wer ein Interventionszentrum treiben will und die Qualität-Messlatte treffen will, muss ja hybrid arbeiten können? Also ich behaupte, dass das wirklich so sein wird, dass wir auch eine Selektion bekommen. Und zwar wird das im Zentrum sich führen lassen. Ich kenne sehr, sehr gute ehemalige Zentren, die einfach durch Nachwuchsprobleme, ja, auch partiell sogar für Urlaubsvertretung alle Patienten zu uns schicken. Sonst könnten sie das Haus gar nicht verlassen. Ich finde das sehr löblich, aber zum Schluss wird es so sein, dass wir wahrscheinlich die Komplexität, ja, einfach uns dann teilen müssen. So ähnlich wie in der Chirurgie wird das wahrscheinlich auch bei uns laufen, ne? Also nichts gegen eine PTA, ja, PTA kann, glaube ich, jeder machen und da braucht man keine große Maschine. Das muss jetzt nicht überall hinlaufen, obwohl ambulant ist es als ambulantes Operieren. Es wird jetzt mit Regress stationär abgelehnt. Unsere MDK bezahlt einfach bei den Gefäßchirurgen die Patienten gar nicht, sondern nur noch die in der Radiologie. Und das wird wahrscheinlich für andere Interventionen genauso gelten. Ja, ich habe die ersten Anfragen von dem MDK, warum machen wir nicht die Malformationen, die Chemoembolisationen und ähnliches jetzt ambulant? Und jetzt kann ich noch sagen, es ist weder Hybrid-DRG noch ein AOP-Katalog, aber die Fragen kommen nicht von ungefähr. Genau. Vielen Dank. Wir haben unsere erste Frage im Chat. Also vermissen Sie etwas speziell für die CT in diesem Setting? Workflow, Bildqualität, Dosis, etc. Also das, was man wirklich vermisst bei jedem CT, diese CTs sind natürlich primär nicht für die Intervention gebaut, ne? Also, sondern die CTs sind so ein Abfallprodukt der Bildgebung, mal besser, mal schlechter. Und in allen CTs von allen Herstellern wurde Strahlenschutz vergessen. Der Strahlenschutz ist eine Sache, um die sich keiner gekümmert hat, in der Annahme, der Interventionalist rennt jedes Mal raus aus dem Raum. Das ist noch vielleicht aus der PRT-Zeit, wo der Patient mit so einer ganz kleinen, kurzen Nadel da irgendwo im Rücken lag. Das ist es leider nicht. Man muss daran arbeiten. Also je nachdem, wie viele Interventionen Sie machen. Ich habe das Problem, seitdem die 20 Millisievert Augenlinsendosis als Pflichtmessung in der Brille als gesetzliche Vorgabe und Arbeitsschutz bei uns komplett umgesetzt wurde, tragen wir alle diese Detektoren. Und im CT bekommen Sie die 20 Millisievert zusammen. Meine begabtesten und besten Interventionalisten im CT, wenn wir jetzt nicht eine Zusatznavigationslösung einführen würden, würden dann ab September frei haben. Ich darf sie dann weiter nicht mehr für die Intervention beschäftigen. Und hier sind die Fragen natürlich die Hybrid-Geschichte oder Hybrid-Nutzung der Navigation und der Sonografie ist der beste Strahlenschutz.
Auch wenn ich wirklich immer mit der Technik in der Navigation haderte. Ne? Das weiß jeder. Ich war immer der Freihandmensch. Aber jetzt muss ich zu sagen, okay, 20 Millisievert sind 20 Millisievert. September ist September. Ich kann nicht alle ab September freispielen. Das ist richtig. Und ich glaube, das gehört gut zu auch zu der nächsten Frage, was ja Ausbildung heißt. Also durch Erfahrung in der Uniklinik weiß ich, dass junge Ärzte ausgebildet werden müssen. Bergen solche Kombigeräte nicht in Gefahr, ja, eine höhere Dosis zum und KM-Applikationen gegeben? Ich meine, Sie haben das Teil beantwortet, aber ich glaube, dass das Training nicht nur für den ärztlichen Personal, sondern auch für die Pflegepersonal in Anführungsstrichen. Wie sehen Sie das? Also die Dosis ist nicht mehr, als wenn Sie nacheinander die Geräte benutzen. Also im Gegenteil, eine Fusionsbildgebung im CT beschleunigt die Angiografie oder die, ja, also sehr komplexe, weiß ich nicht, Tippsanlagen oder ähnliches, ja, indem ich mir das Ganze fusionieren kann. Da sehe ich eher das Potenzial des kürzeren Eingriffes. Ja, es ist verführend, ständig das CT zu benutzen, das ist keine Frage, aber ich würde jetzt sagen, auch die Beispiele, die ich gezeigt habe, gehören nicht zu den einfachsten und da wird dieses benutzt. Also primäre oder ständige Hybridbenutzung ist in 10 bis 20% der Fälle. Die anderen Fälle benutzen die sequenziell und die sind ja genauso gleich. Und die kontinuierliche Benutzung von beiden ist dann 10 bis 20%, schätze ich. Ja. Aber Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen nichts mehr absagen, Sie müssen nichts stoppen. Sie können auf jeder Seite sagen, also erstens gucke ich mir jeden Notfall sowieso an, das muss ich nicht mehr umlagern, die Anästhesie muss nicht ständig mit den Patienten rumfahren. Ja, jede Umlagerung für kritische Patienten ist schon ein Risiko. Das ist jetzt für die Notfälle, aber auch für die geplanten ambulanten Patienten ist das dann egal, welche Seite gerade frei ist. Auch wenn wir das versuchen zu steuern, ja, also über die Längen. Aber es ist einfach möglich, immer zu sagen, kein Problem, wir helfen gerne. Und zwar 365 Tage, 24/7. Genau. Ich kann mich auch vorstellen, dass für die Personal, die mal in diesem komplexeren Umfeld im Rahmen von Fachkraftmangel, das in so einem Labor mitzuarbeiten, ist ja sehr attraktiv, wenn man ein anderes Niveau von Verantwortung übernehmen will. Wie sehen Sie das? Das ja, aber ich muss zugeben, also in der früheren Generation oder sagen wir die Generation, die Bereitschaft nicht mehr hat, komplett noch zu transformieren, obwohl das wirklich das Thema des gesamten Kongresses ist, das war nicht einfach, muss ich zugeben. Es gab Damen, die haben gesagt, ich mache Angio und sonst gar nichts. Ja, ich werde weder Sono noch CT dazu fahren oder ähnliches und dann mache ich keine Überwachung, das ist nicht meine Aufgabe. Das ist natürlich eine Sache, die man lieber über Ausbildung, Fürsorge und Mitnehmen an der Faszination arbeiten soll, als über eine Dienstanweisung. Denn passiver Widerstand ist in diesem Setup einfach das Ende. Also wir können aber auf der anderen Seite, also das war jetzt tatsächlich das erste Mal in letzter Woche. Da musste ich tatsächlich alle 4 Angios für Notfälle gleichzeitig hochfahren und das Team hat dann mitgemacht, weil alle schon gesehen haben, naja, so ganz doof ist es nicht. Du kannst jetzt hier alle Notfälle, die reingekarrt sind, vernünftig versorgen, ohne dass wir in Stress geraten sind. Das ist sicherlich was Positives. Ja, also da würde ich mal auch so sehen, auf jeden Fall. Und wir haben mal, ich glaube, das wird fast unsere letzte Frage. Bei dem beweglichen CT-Angio als Kombi, wo befindet sich dann beim Intensivpatienten die Beatmen während der Intubation? Also auf der einen Seite ist es durch die Gantry, da wo die Z-Link steht, weil wir da immer zwischen CT und Angio wechseln. Bei der Phenoseite ist es so, dass das an dem Patienten entlang intubiert wird oder die Ausleitung, die Kabel da sind, weil wir das CT eigentlich nur hin und wieder dazu nehmen. Ja? Also das fährt dann zusätzlich dazu ein. Wunderbar. Also vielen herzlichen Dank, Herr Pech. Das war sehr bereichend und sehr interessant. Und vielen Dank auch für alle Fragen. Die nächste Termine, also interventionelle Radiologie 4, Interventionen am Dialyse. Ich muss mal das wieder wegmachen.
um 12.45 Uhr bis 14.15 Uhr und Interventional Radiologie 5, das Gelenkembolisation Modulen A und B, 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie da an der Stelle teilnehmen. Und bitte im Anschluss, bitte nehmen Sie an unserer Evaluation teil. Und vielen herzlichen Dank seitens Siemens Healthineers für das heutige Mitmachen. Vielen Dank, Wiedersehen.